Okay, zurück zum Keller und dem kleiner Zurückspuler. So, hier strömt was und hier ist ein Rot. Oh, hier ist irgendwie ein Rot. Da ist noch ein Roter. Hier muss man doch jetzt bestimmt irgendwo was abdrehen. Ja, mach mal hier auf. Mach mal hier. Nee, geht nicht. Mach mal. Ach, da oben. Mach mal hier. Und da noch ein Rad ran. Und dann müssen wir, glaube ich, hier drehen. Dass das hier wahrscheinlich dann irgendwie grün wird. Nee, ist immer noch. Und hier. Da fehlt uns ja noch ein Rad. Können wir jetzt hier nur eins abnehmen? Oh oh, wir werden hier sterben. Glaube ich. Was hier? Ach Gott, schon wieder so ein Schloss. Nee, doch. Nee. Nee. auch nicht. Scheiße, Mann. Das glaub ich jetzt einfach nicht. Kann man das hier irgendwie resetten? Das ist echt nicht meins. Warte mal, ich gehe nochmal raus und wieder ran. Okay. Das ist wahrscheinlich genauso, wie wir es stehen lassen, wa? Ja. Toll. Nicht. Das bringt ja hier so gut wie gar nichts. Doch, den können wir jetzt dann hier hoch. Okay, was haben wir damit gewonnen? Doch, den hier, den da und dann die drei runter und dann hier, jupp, holla die Waldfee. So, schnell rin. Oh, Schreibtisch. Machen wir erstmal. Ach, nichts drin. Ich brauche Schnaps. Ah, oder das. Was haben wir denn hier? Ordentlich aufgestapelt. Okay, hier müssen wir was verschieben. So. Ach, was haben wir denn da? Schiebe. Ach, guck mal an. 7, 9, 7, 11. Also Uhr quasi. Ne, 8. 8, 9, 8, 11. 8, 9, 8, 11. Dann gucken wir mal. Dann hängen wir hier erstmal noch das Rad dran. Was haben wir gesagt? Also, okay, 8. 9, 8, 11. Yes, baby. Wiu, wiu. Jetzt geht die Tür wieder auf. Geil. Lauf. Lauf um dein Leben. Ja, in den dunklen Keller hinein. Ist das eine Waschmaschine? Zzt, da britzelt was. Okay, wir nehmen hier das, was immer es auch ist. Gibt ja keine Tooltips hier oder so. Mach mal zu, bitte, das Inventar. Ach, da guck mal, da können wir hier gleich das Ding wahrscheinlich reinhängen. Yeah! Rohrleger Dave ist wieder am Start. Hier fehlt doch wahrscheinlich noch ein rotes Rohr dann. Wenn wir jetzt hier... Das geht nämlich noch nicht, genau. Grünes Rohr fehlt auch noch was. Hier ist grün, okay. So, da müssen wir uns anscheinend noch ein wenig umkücken. Was haben wir denn hier noch Schickes? Achso, das weist wieder alles dahin. Enforcer 2000. 911. Hallo, ich möchte gerne Pizza bestellen. Gut. Dann gucken wir uns mal den Aufzug an. Können wir den eventuell... Tatsächlich, wir können ihn schon benutzen. Okay. Kacke. Wo bist du? Okay. Da fehlt er jetzt schon auf dem Foto. Ich muss übrigens sagen, ich ziehe hier gerade so ein bisschen Parallelen. Ich war vor kurzem mit meiner Arbeit mit den Kollegen in einem Live-Escape-Game, wo man quasi innerhalb einer gewissen Zeitvorgabe aus einem Raum entfliehen muss und dort beim Weg hinaus so logische Rätsel lösen muss. Und nennt sich Exit the Escape Game und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der sowas mal machen möchte. Guckt euch das mal an, das lohnt sich definitiv. Ist echt cool. Ja, aber hier ist doch aber nichts mehr. Was habe ich denn noch dabei? Eine Taschenlampe. Okay, dann nehmen wir halt mal die Taschenlampe. Bringt die hier was? Nee, aber hier hinten ist doch dunkel, oder? Können wir da was machen? Nee. Hier haben wir damit was zum Leuchten. Nee, auch nicht.
Und zurückgehen können wir auch nicht, oder? Kann man sich hier mit Tastatur bewegen? Nee. Umdrehen geht auch nicht. Ah, okay. Den Hebel können wir noch benutzen. Aber das Ding jetzt runterziehen. Safe, Gate, bla. Hier ist ein P. N, N, P, P. Gute Frage, was das sein soll. Aber irgendwas, weiß ich nicht. Ist es Zufall, dass da jetzt so diese Buchstaben drauf sind? Guck mal. 5, 4, 2, 6. Cool, gucken wir mal. 5, 4, 2, 6. Hallo! Na, dann gucken wir doch mal. Aha, ein Haufen Geraffel. Vielleicht nehmen wir hier mal die Taschenlampe. Nein, nehmen wir nicht. Brauchen wir. Ah, was ist das? Achso, so ein elektronische Dingensbummens. Okay, dann müssen wir jetzt hier anscheinend den ganzen, das ganze Geraffel zusammensuchen, was wir da brauchen. Um das da wieder zusammenzubauen nebenan. Okay, hier war es anscheinend schon. Oh, aber hier brauchen wir jetzt die Taschenlampe. Wetten? Ja, Mann. Was? Keine Batterien mehr? Das ist ein bisschen scheiße. Okay, dann gehen wir hier mal lang. Oh, oh. Kommt jetzt der Hieb von der Seite? Das Messer aus der Dunkelheit? Der Schuss aus dem Hinterhalt? Oh. You're never there. Eine Anschuldigung. Hat ihn seine Familie vielleicht entführt, weil er mehr auf der Arbeit ist als bei seiner Familie zu Hause? Ist seine Frau vielleicht so ein bisschen Psycho drauf? Vielleicht auch seine Töchter, man weiß es nicht. Aha. Wäre es Tesa gewesen, wäre die Mauer jetzt nach innen reingekippt, ist klar. Moment der Stille. Vorbei. So, okay, wir brauchen nach wie vor... Ah, was ist das für ein... Warum sind da Batterien drin? Ja. Da können wir nicht nochmal rein. Oh gut, hier waren wir schon drin. Ich dachte, das ist noch ein Raum, aber dann gehen wir mal hier in die dunkle Ecke und gucken mal hier. Dieses... Okay, mehr scheint da nicht zu sein. Da will er nicht hin. Da waren wir schon. Dann gehen wir mal zurück. Vielleicht können wir damit ja schon jetzt irgendwas ausrichten. Mit den Sachen, die wir haben. Wir packen mal hier da der Rotte hin. Dann haben wir hier ja, das Gelbe. Ja, Grün. Was machen wir denn mit Grün? Machen wir hier Grün? Ne, hier machen wir nicht. Vielleicht dahin. Da kommt das hin. So, können wir jetzt on? Nun mache doch on, Mensch. On, öff. Müssen wir noch was drehen. Ne, okay, wir brauchen noch was Grünes. Irgendwas Grünes fehlt noch. Dann müssen wir wohl noch mal suchen gehen. Okay, mal gucken noch mal hier. Ach, hier, guck mal. Ha. Großes, grünes, langes Rohr. Sagt Hulk sich auch jeden Tag. So, jetzt aber on. Öff. Ha! Es bimmelt. Zack, Tür zu und gib ihm. Achso, gedrückt halten, wa? Erstes Obergeschoss, Damenunterbekleidung und Herrensocken. Steigen wir mal aus, wa? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Aha. Oha. Oh, 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 oh. Ich hasse dich. Oha. Das bringt immer viel, Türen anzuschreien.
Jetzt denken wir sich wahrscheinlich, ich bin geliefert. Jetzt krieg dich nicht zusammen. Du weißt doch gar nicht, wie lange die Bombe da tickt, Mann. Hoch den Arsch und jetzt wird hier ausgebrochen. Was? Ach, wie süß. Na, ja, piept schon anders, oder wie? Okay, der Feueralarm. So, jetzt müssen wir MacGyver-artig irgendwie da hinten wahrscheinlich an den Feueralarm kommen. Genau. Guck mal, da ist eine Steckdose. Kann man da was machen? Nein. Lange Arme. Geht nicht. Okay, was haben wir hier? Gar nichts. Haben wir noch was im Inventar? Auch nicht. Zurück. Gucken wir uns mal den Sekretär hier an. Uff, ein Gummiband. Geil. MacGyvers Erbe hier. Zack. Geht doch. Das Modell Trulleberg. Der geht nicht immer so auf. Da muss man manchmal so ein bisschen... Okay. Hallo. Ist da... Nein. Danke. Ach, danke. Hier. Was ist das? Auch nichts. Okay. Ja. Okay. Die hier muss man erst alle... Und dann... Hallo. Achso, das ist so ein typischer Schreibtisch, wo man immer nur eine Schublade... Das ist natürlich ein super Mechanismus, ja. Sondersgleichen kann man nicht mehr machen. Ein Gummiband. Sollen wir jetzt mit dem Gummiband versuchen, das wegzuschnipsen oder wie? Können wir dann hier oben noch was gucken? Auf dem Sekretär. Nein, können wir nicht. Okay, dann versuchen wir doch mal hier mit dem... Ernsthaft? Jetzt sollen wir mit dem Gummiband da rumschnipsen? Okay, egal wo man hier übrigens hinklickt, das ist immer der Sekretär. Okay, na dann schnipsen wir doch mal. Achso, wahrscheinlich kannst du hier das spannen. Aber jetzt brauchen wir dann was zum Schießen. Okay, wir müssen also noch irgendwas finden. Das geht ja so nicht. Irgendwas müssen wir noch finden. Gut zu wissen. Gut, hier ist nichts. Vielleicht war in den Schubladen doch noch irgendwas. Das kann ja nur auch nicht sein. Okay, vielleicht müssen wir jetzt erst hier eine Kombination finden. Dass die Schublade aufgeht. Das war es nicht. Okay, das auch nicht. Ja. Aha. 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 Warte mal, jetzt diese hier und diese hier. Okay, das geht nicht. Bleibt denn hier über meine Fresse, ey. Aha. Jetzt. Mensch, wir sind so schlau. Bäm. Doch nicht Modell Trulleberg. So. Natürlich auch geil, mit den Muttern jetzt hier was zu machen. Haha, wie geil. Ei, der war nicht schlecht. Für den ersten Schuss. Also. Yeah, baby. Und jetzt lauf, Junge. Vor was duckt er sich? Achso, hier. War das Band dann nicht eben grün? Oh, oh. Ja, bleib ruhig stehen. Es ist nicht schlimm, wenn die schneller ticken. Oh, Kacke. Links oder rechts hätten wir lang gehen können. Ach, scheiße, da sind so viele Bomben. Ausweichen, ja. Da hängen 8 Kilo C4 in der Wand und es macht nur einmal Ping. Das ist cool mit dem Weg wählen quasi. Ausweichen, ausweichen. Ja, die Styroporkugeln. Action Shot. Cool gemacht. Er rennt um sein Leben. Oh, was? In der nächsten Episode. Okay. Die Suche nach David scheint weiterzugehen. Too bad we didn't find him before. This is gonna be in the news for a week. A
Think it's related? I don't know. I gotta check. Technical team is on its way. Call me as soon as he wakes up. Hier ist das Bild jetzt nicht mehr so körnig. Auch schade eigentlich, dass es davor so körnig war. Liebe Leute, ich glaub's ja gar nicht. Wir sind schon durch in der ersten Episode. Missing an Interactive Thriller Episode 1 ist damit beendet. Ja, was soll ich sagen? Also ich meine, das Ding hat jetzt wie viel gekostet? Irgendwie 3 Euro irgendwas, keine Ahnung. Also unter 4 Euro. Ist gerade im Angebot, wirklich justamente im Angebot. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie viele weitere Episoden kommen sollen. Bei der Kürze der Spielzeit hoffe ich doch mal auf viele. Weil ganz ehrlich, ich finde die Idee super, super geil, dieses Ganze so mit diesen interaktiven Videosequenzen zu machen. Und ich werde mir die anderen Teile auf jeden Fall auch kaufen. Und hatte jetzt hier auf jeden Fall sehr amüsante 40 Minuten quasi. Und oh, in loving memory of my brother Luke. Naja. Ja, ich werde mir die auf jeden Fall kaufen, auch noch spielen und dann zeigen und hat mir sehr viel Spaß gemacht und eine kleine Reminiszenz an die Spiele der 90er, die es da gab mit den ganzen Videogeschichten und Interaktivitätssachen. So, das war's. Missing Episode 1. Wir sehen uns spätestens in der zweiten Episode wieder, beziehungsweise bei den anderen Videos, die es bei mir noch gibt. Macht's gut, Leute. Viel Spaß dabei und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.